Nachdem uns die Betreiber letzte Woche über ihren beeindruckenden Hof in Thiersee führten und dabei besonders der Werdegang von Gründerin Sophia Labeck beleuchtet wurde, erfahren wir dieses Mal mehr über die endlosen Möglichkeiten am Oberbichelhof. Das Angebot der Labecks ist vielseitig und die angesprochene Zielgruppe breit gefächert. Also wir haben eigentlich neben die Kinderreitferien Kinderreitunterricht, aber nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene, für Erwachsene, Jugendliche. Und wir fangen halt wirklich schon mit ganz kleinen Kindern mit Reittherapie und Reitpädagogik an. Die können ab 3, 4 Jahren wirklich schon bei uns starten. Sophia und Fabian Labeck verfolgen auf ihrem Hof eine nachhaltige Vision. Kinder sollen bei ihnen bereits im Alter von 3 bis 4 Jahren das Reiten erlernen und im Laufe der Zeit eine Bindung zu ihrem Traumpferd aufbauen. Diese Beziehung zwischen Pferd und Reiter setzt sich noch viele Jahre fort, denn das Tier bleibt am Oberbichelhof so lange wie möglich als Einsteller erhalten. Als Teil der Labeckschen Vision erfolgt in diesem besonderen Reitstall sogar die Hufbearbeitung vom Chef selbst. Also wir haben ja seit 3 Jahren ungefähr keinen fremden Hufschmied mehr, sondern wir machen das jetzt selber. Es hat halt angefangen mit Hufbearbeitung. Mittlerweile haben wir uns da spezialisiert, würde ich mal so sagen, auf Klebebeschlag. Das haben wir eigentlich mittlerweile sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei unseren Schulpferden. Und versuchen halt, wie gesagt, das als alles aus einer Hand anzubieten. Neben der modernen Klebemethode ist Fabian auch selbstverständlich Herr des traditionellen Hufbeschlags. Bei all den verliebten Details rund um den Oberbichelhof bleibt das Pferd stets im Blickpunkt der Aufmerksamkeit. Und wir bieten eben auch Beritt für Fremdpferde an, bilden aber natürlich auch unsere eigenen Pferde aus. Also im Idealfall wachsen die Fohlen bei unserem Hof auf, die haben eine artgerechte Aufzucht. Die darf man im Sommer auf der Alm verbringen, in altersgemischten Hengst- und Stutenherden und werden dann wirklich bei uns schonend ausgebildet. Also gerade die Jungpferdeausbildung ist sehr zeitintensiv und da ist mir einfach wichtig, dass die schonend und liebevoll ausgebildet werden. Bei der jungen Generation besonders beliebt sind die Reitferien, die für 7- bis 14-Jährige angeboten werden. Der Tagesablauf steckt dabei voller kleiner Erlebnisse. Dann starten wir gemeinsam mit den Kindern so ungefähr um 7:30 Uhr, abhängig natürlich von der Jahreszeit, mit einem Frühstück. Dann gehen wir gemeinsam einmal die Pferde füttern. Dann machen wir gemeinsam Stall. Das gehört auch dazu, das sollen die jungen Damen und Herren ruhig einmal lernen. Und dann starten wir meistens entweder in Kleingruppen oder Einzel- oder Zweierunterricht, je nachdem, was für Woche wir anbieten. Das dauert dann ungefähr bis circa 12 Uhr. Dann gibt es halt Mittagessen. Wie gesagt, das machen wir immer täglich frisch. Dann haben sie eine kleine Pause und am Nachmittag gehen wir entweder gemeinsam ausreiten oder wenn Schnee liegt, rodeln. Und im Sommer gehen wir gerne mal zum See schwimmen. Solche Sachen halt und dann zum späteren Abend kriegen sie noch eine Reitstunde. Ja, ihr könnt dann schon langsam anfangen, die Zügel etwas aufzunehmen. Genau, und dann dürfen sie erst einmal nur strecken und die Zügel langsam nachgreifen. Dann haben wir wieder Pferde füttern und dann geht's ins Bett. Genau. Schon ist der Tag um. Gleich mal hoch. Das war sie, unsere Reise zu den Islandpferden von Thiersee. Bis zum nächsten Mal am Oberbichelhof.